Das Coaching ist zu Ende. Jetzt würde mich mal an dieser Stelle interessieren, warum hast du überhaupt überlegt, ein Coaching zu machen? Wie warst du vorher? Wie bist du jetzt? Was hat sich bei dir verändert? Also ich habe angefangen, ich glaube, der Grund war, ich kannte Pickup schon relativ lange und habe schon immer gewusst, okay, ich würde es gerne mal machen, es würde mir persönlich viel bringen. Aber ich habe es halt auch schon ein bisschen versucht und es war einfach alles sehr, sehr schwierig. Ich wusste nicht genau, okay, was sage ich, wie fange ich an, und das war dann auch, glaube ich, irgendwo die größte Angst, weil man gar nicht wusste, okay, wie fängt man denn ein Gespräch überhaupt an und wie geht man vor, wie flirtet man, und dadurch habe ich es halt einfach nicht hingekriegt, Frauen anzusprechen. Und ja, ich denke mal, das ist halt jetzt im Verlauf des Coachings viel, viel besser geworden. Man lernt halt, okay, wie gehe ich überhaupt vor, wie flirte ich, was kann ich machen. Und ja, man hat halt auch Leute, die einen einfach pushen, die halt einem sagen, okay, du musst das jetzt machen, und man ist halt selber einfach mehr in der Sache investiert. Deswegen macht man es halt auch dann. Davor hat man immer irgendwelche Ausreden und sagt, ah ja, könnte ich, sollte ich oder auch nicht. Und so hast du jetzt Genau, ja. keine Ausreden mehr, in deiner Komfortzone zu bleiben. Und nicht nur das, dass wir dir Druck machen, dass wir dir einen Arschtritt geben, dass du es auch machst, sondern dass du auch lernst, wie, oder hoffe ich zumindest, dass du gelernt hast, wie es geht. Genau, okay. Dann würde mich mal interessieren, warst du komplett unerfahren, bevor du, also ich weiß es ja, halt die Zuschauer und Zuhörer wissen es nicht, warst du komplett unerfahren, als du im Coaching gekommen bist? Hattest du schon was mit Frauen? Warst du in der Beziehung? Wie war der Stand, bevor du das Coaching gestartet hast? Also bevor ich das Coaching gestartet habe, war mein Stand, ich hatte eine längere Beziehung. Ich glaube, ich war in meinem Leben einfach relativ spät dran. Also ich habe relativ wenig Erfahrung mit Frauen gehabt. Und das lag eigentlich, glaube ich, jetzt nicht daran, dass ich einfach ein uninteressanter Typ war oder halt einfach nicht cool bin, sondern es lag halt einfach daran, dass ich halt so unrelaxed und so verkrampft an die Sache rangegangen bin, weil ich halt einfach nicht wusste, wie es geht, dass ich mich halt einfach auch selber nicht so richtig zeigen konnte, meine Persönlichkeit. Und ich glaube, das ist vor allem das, was sich halt geändert hat, dass man lernt, auch sich selber mehr, ja, sich selber mehr zu zeigen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ja, ich hatte eine längere Beziehung. Insgesamt hatte ich in meinem Leben, glaube ich, 5 Frauen. Und ich hatte auch schon ein bisschen Erfahrung mit Pickup. Aber wie gesagt, ich wusste halt einfach nicht so richtig, Kurz, okay, wie geht das? was ist Pickup? Also ich denke, viele wissen es, aber der eine Okay. oder andere, der zuschaut oder zuhört, nicht. Ja. Ja, halt einfach Frauen ansprechen auf der Straße. Bei mir war es vor allem halt untertags, also nicht in der Nacht, sondern halt so, man geht raus, okay, ich gehe an den Bahnhof oder ins Einkaufszentrum und spreche da Frauen an. Okay. Also du hattest in deinem ganzen Leben 5 Frauen schon gehabt. Und der Grund, warum du gesagt hast, du willst jetzt ein Coaching machen, war, wie ich das jetzt richtig verstanden habe, weil das einfach zu selten sich aktiv was ergeben hat. Ich meine, wie hast du die anderen 5 Frauen kennengelernt? Hast du über einen sozialen Kreis, Also online, hier und da, ja, wie hat sich das ergeben? teilweise schon. Also tatsächlich meine erste richtige Freundin habe ich auch angesprochen und bin dann direkt in einer längeren Beziehung gelandet, die fast, also die 2 Jahre lang ging. Und da dachte ich mir dann schon so, hey, das funktioniert auf jeden Fall. Aber ich war dann halt zufrieden, in einer Beziehung zu sein. Die anderen Frauen habe ich kennengelernt durch die Arbeit oder einfach sozialer Kreis, ja, so ziemlich einfach so, man trifft sich halt, also man ist durch Zufall irgendwie aneinander geraten. Aber es ist halt cooler natürlich, wenn man das ein bisschen bestimmen kann. Genau, wollte ich gerade sagen, weil dann könnte man ja sagen, okay, das passt auch so, da hast du schon ein paar Frauen kennengelernt, warst auch schon in einer Beziehung. Und der Grund, warum du dann trotzdem gesagt hast, du willst da entscheiden, nochmal was verändern, war, weil du es einfach proaktiv in der Hand hast und nicht alles im Zufall überlässt, wenn du jemanden kennenlernst. War das der Punkt oder was war so Ja, der es, ausschlaggebende Grund? also ich habe eigentlich ein
Also ich habe eine ganz interessante Sicht darauf, weil ich bin halt schon der Meinung, dass das vielleicht irgendwann cool sein könnte, mal eine längere Beziehung zu haben. Aber ich habe halt einfach in dieser zweijährigen Beziehung gemerkt, hey, okay, ich habe einfach nicht genug Erfahrung und ich weiß nicht, wie ich hier in der, wie ich das handhaben soll, die Beziehung, wie ich mit den Frauen umgehen kann. Und das ist halt vor allem das, was man in dem Coaching lernt und in den Erfahrungen, die man sammelt, dass man, selbst falls man halt irgendwann mal eine längere Beziehung möchte, das dann überhaupt hinkriegt, weil viele Leute sind halt in Beziehungen, die einfach halt nicht cool sind. Es sind halt einfach viele Sachen, die sie selber stören, dieses aber, die sie einfach nicht einsehen wollen, weil sie halt auch einfach keine Wahl haben. Sie haben halt Also keine weil die Wahl. einfach so aus dem sind so eine Beziehung reingerutscht und haben jetzt nicht die Frau aktiv ausgewählt und denen fehlt so ein bisschen das Know-how, das Handling, wie man mit Frauen umgeht. Und das war quasi auch der Punkt, warum du gesagt hast, hey, bevor ich jetzt wieder in die nächste Beziehung mich stürze, will ich erstmal ein bisschen Erfahrung sammeln, viele verschiedene Frauen daten und um dann später eine Frau zu finden, die wirklich zu mir passt und auch mit dem Wissen. Es geht ja nicht nur um Frauen aufreißen, sondern auch der Umgang mit Frauen im Allgemeinen, der natürlich dir dann auch hilft, in der Beziehung dann voranzukommen, ne? Ja, genau. Das ist Okay. im Prinzip. Wie viele Frauen hast du jetzt verführt im Coaching? In diesen 3 Monaten Es quasi? waren 6 Stück. Sechs Also Stück. quasi das Doppelte von dem, was ich halt davor hatte. Und das in kürzerer Zeit. Genau, ja. Wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 23. Also hört ihr, 22 Jahre und schon die Weichen richtig gestellt in dieser Hinsicht. Ja, willst du vielleicht noch mal kurz die lustigste, aufregendste Story schildern, was passiert ist, wie du eine Frau kennengelernt, gedatet und verführt hast? Irgendwas, was dir noch besonders in Erinnerung geblieben ist? Ja, also es gibt eine Frau, mit der ich mich auch jetzt immer noch treffe. Also das war, glaube ich, die Nummer 2 oder 3, die ich in dem Coaching halt kennengelernt habe. Und ich treffe mich mit der einmal die Woche. Und das ist eigentlich halt ziemlich cool, weil man lernt quasi im Coaching auch, okay, wie kann man jetzt die Weichen richtig stellen, ob man dann jetzt in eine Beziehung möchte oder einfach halt gelassen sich einfach Freundschaft plus mäßig treffen will. Und wir sind halt eigentlich, wir treffen uns halt einmal die Woche, haben halt Spaß. Und die sieht halt auch mega gut aus, was ich vor dem Coaching, wo ich mir gedacht hätte, ey, so eine kann ich niemals abbekommen. Die sieht viel zu gut aus für mich. Ich finde so auf einer Skala von 1 bis 10, für mich ist sie eine 9. Gut, hat jeder andere Meinung, aber ich finde, sie sieht echt gut aus. Und das ist halt Okay. einfach echt cool. Freut mich, freut mich. Was hat dir besonders gut gefallen im Coaching? Ich denke, dass ich finde es sehr cool, dass es nicht so technisch ist. Ich finde, es ist relativ simpel aufgebaut. Bei euch ist es wirklich so, man hat eine Ahnung, wie es funktioniert, aber man muss sich jetzt nicht zu krass verkopfen, nicht zu krass drüber nachdenken, sondern wenn man es halt einmal gelernt hat, dann ist es relativ simpel, dem zu folgen. Und man kann auch seine eigene Persönlichkeit mit reinbringen. Dass du nicht wie so ein Roboter bist, der so nur Sachen auswendig sagt und gar nicht fühlt, sondern da in die Sache reinwächst quasi. Genau, ja. Okay. Cool, danke. Was würdest du jemandem sagen, der noch am Überlegen ist, Mensch, Coaching ist das Richtige für mich, soll ich das tun? Ist jetzt der richtige Zeitpunkt? Was würdest du jemandem als Tipp noch mitgeben? Also ich würde auf jeden Fall sagen, denk mal wirklich drüber nach, ob wie viel beeinflusst dich das wirklich in deinem Alltag, weil mir ist halt aufgefallen, ey, dieses Thema Frauen beeinflusst mich schon ziemlich krass. Und wenn ich das ein für alle Mal halt aus meinem Leben abhaken könnte oder halt wüsste, hey, ich bin krass mit Frauen, ich kann mit Frauen umgehen, würde das halt mein Selbstbewusstsein extrem steigern, weil ich hätte Millionär sein können, ich hätte Fitnessmodel sein können, aber wenn ich trotzdem keine Frauen bekommen hätte, hätte ich mir halt gedacht, ey, was ist eigentlich falsch mit mir? So, und das macht als Mann schon was aus. Ist einfach Ja. ein Grundbedürfnis, das möchte man einfach nicht missen, ne? Ja, sozusagen. Okay, cool.
Dann, André, wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg weiterhin auf deinem Weg und alles Gute. Danke. Ciao, ciao.